Hallöchen und willkommen wieder zurück hier. Ich erinnere mich, wir waren in dieser Festung, die wir scheinbar noch nicht ganz ausgekundschaftet haben, aber da greift uns gleich eine Spinne an. Ach ja, wir haben ja unser tolles Schwert verloren, wenn ich mich recht erinnere. In der letzten Folge, das war ein bisschen ärgerlich. Gut, die nehme ich dann auch nochmal eben mit. Da können wir uns später noch neue Diamanten daraus machen. Um deren Willen nehme ich sie mit. Statt Eisen können wir eigentlich auch mitnehmen. Ich lass mal die Steine hier weg. Einfach, weil wir sie wirklich nicht brauchen. Da vorne sind ein paar Monster. Ich weiß gar nicht, ob man mit einem 1080p-Bildschirm auch die ganzen Details erkennt, die man jetzt hier mit einem Quad-HD-Bildschirm erkennt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, dass ihr so viel wie möglich erkennt und nicht, dass ich irgendwann hinterher von irgendwas rede und ihr habt keine Ahnung, wovon ich da letztendlich rede. Ich mache mir, glaube ich, eben nochmal ein Diamantschwert. Das mit dem Rapier ist hier ja gar nichts. Das ist nicht so das Wahre. Und der String, der nervt zum Glück gar nicht. Ich, die 43 Steine kommen jetzt mal eben weg. Dafür kommt dann hier so ein Diamantschwert, was natürlich unverzaubert ist, aber das macht jetzt auch weiter nichts. Ja, die Steine können wirklich weg. Und dafür kommen jetzt die Strings hier weg. Einfach damit ich wieder ein Diamantschwert habe, nur um besser ausgerüstet zu sein, weil das war ja recht ärgerlich, dass wir unser super Schärfe 5 Diamond Giant Sword verloren haben, wie es doch so schön heißt. Hier haben wir eine Trankbraustation, die brauchen wir aber, denke ich, nicht. Da ist kein großer Bedarf. Ich muss mal ganz kurz das Kopfhörerkabel hier ein bisschen anders hinmachen. Das zieht die ganze Zeit daran und dann habe ich so ein nervigen Bass auf dem Ohr und das ist wirklich nicht das Schönste. Gut, unten waren wir unten schon? Ich glaube, wir waren unten schon. Wir waren ja hier auf der verzweifelten Suche, irgendwas Tolles zu finden. Zum Beispiel was zu essen. Nein, was zu essen hatten wir ja schon von vornherein mit und es scheint wirklich so, als wären wir schon unten gewesen. Da leuchtet jedenfalls eine Fackel. Ja, okay, wir waren schon unten, sehr gut. Habe ich das dann doch schon alles beim letzten Mal erledigt und ich wollte ja mal den Rucksack hier kurz rausnehmen, damit ich einfach mal das hier einfach reinpacken kann, damit jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas um mich rumfliegt, weil das ist mitunter ein bisschen penetrant. Manchmal auch nervig fast schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, wir haben einen Ender Giant Sword, dann verzauber ich mir das halt das nächste Mal. Das ist dann nicht weiter schlimm. Das ist nämlich, macht genauso viel Schaden wie ein Diamant Giant Sword. Und ich laber jetzt schon 3 Minuten hier die ganze Zeit rum, indem ich hier rumgehe. Und so gesehen gar nichts tue. Ja, in welche Richtung könnte was sein? Wir kommen von, und ich hoffe, jetzt kommt in dem Moment kein Monster. Upsa, da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel rausgescrollt. Wir kommen von da. Sind dann nach hier gelaufen, haben hier dann tatsächlich noch eine Festung gefunden, obwohl wir schon da überall lang gelaufen sind und hier hatten wir ja auch eine Tür hingestellt. Wir könnten jetzt rein theoretisch nach da weiterlaufen oder wir fliegen erstmal zurück nach da. Ich würde sagen, wir treten jetzt erstmal die Heimreise an. Das fände ich, denke ich, angemessen. Der Flugstab macht keine Geräusche mehr, das wundert mich jetzt gerade und ich hoffe, er hält halbwegs durch. Wäre schade, wenn er das nicht täte, weil dann müssen wir den Rest laufen. Aber es sieht gut aus. Upsa. Also die Eukalyptusbäume kann ich jetzt nicht mehr so ernst nehmen, muss ich irgendwie zugeben. Seitdem die jetzt so pink sind, da kann ich die irgendwie nicht mehr so ernst nehmen. Da sehen die nicht mehr so majestätisch aus. Nichts gegen die Farbe pink natürlich, aber ja, das muss ich zugeben. Wie gesagt, nee. Habe ich meine Fortune 3 Spitzhacke draußen? Ja, habe ich, hervorragend. Aber ich habe, glaube ich, nicht. Doch, ein paar Diamanten habe ich mehr bekommen. Eisen haben wir hier. Noch irgendwo Diamanten. Es scheint gerade nicht so. Und ich muss einmal ganz kurz husten, aber dafür habe ich ja neuerdings meinen Mute-Schalter. Einen Moment. Ja, das mit dem Mute-Schalter hat wunderbar funktioniert, wie ich gerade sehe. Es hat es trotzdem mit aufgenommen. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht gestört, dass ich da einfach so extrem laut gehustet habe,
weil irgendwie hatte ich gerade einen Frosch im Hals sitzen und bevor ich dann hier die ganze Zeit quäke, wollte ich dann einfach mal Bescheid geben, dass ich den Frosch loswerde. Und der Stein, der ist jetzt auch ein bisschen überflüssig, habe ich das Gefühl. Okay, Metalle haben wir hier. Die Blöcke haben wir hier drin. Gut, dann kommt hier das rein. Kobalt haben wir auch schon jetzt ein bisschen. Das ist hervorragend. Das freut mich wirklich sehr. Ansonsten hätten wir eine Golden Leggings. Die können wir einschmelzen. Das ist ganz gut. Und in dem anderen Backpack haben wir drinne Himmelherrgott. Diamanten. Das und das kommt jetzt erstmal hier raus. Dafür kommt das und das hier rein. Und die Diamanten kommen hier hin. Gut, Diamanten haben wir jetzt auch wieder ein paar. Also wirklich nur ein paar. Die Essenzen, dafür brauchte ich ja eigentlich auch noch eine eigene Kiste. Eisen haben wir wieder ziemlich viel Neues. Ein Nether-Quarzschild, das kenne ich ja noch. Ich packe mal die Essenzen hier eben auch rein. Einfach die Hexical-Essenz, auch einfach, weil sie Essenz heißt. Das Eisen, das kommt raus. Wir haben 16 Federn, das ist gut. Dann können wir uns damit Dingens machen, Cloud Boots. Dafür nehme ich mal eben das hier. Und dann kommen die Federn hier raus. Dann mache ich mir auch gleich noch ein paar Kisten. So, und 4 Stück brauche ich an der Zahl. 2, 3, 4. Ich finde hier nur doof gemacht, dass man den Unterschied zwischen Chocobo-Federn und normalen goldenen Federn nicht wirklich sieht. Das finde ich ein bisschen doof gemacht, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ach ja, das ist ja diese wunderbare Form von Minecraft, dass man einfach das nicht übereinander ziehen kann. Und dann haben wir die Cloud Boots. Die sind hervorragend. Weil mit denen kann man nämlich prima... Oh, 41 Level. Mit denen kann man prima hochspringen. Dafür kommen jetzt leider die Diamond Scale Plated Scale Boots weg. So heißen sie. Die kommen jetzt einfach mal hier rein. Und dann wollte ich mir das Ender Giant Sword auch gleich noch verzaubern. Gut, hier haben wir momentan die Essenzen drin. Dann würde ich auch die Essenzen da weiterhin gerne reintun. Dafür mache ich mir dann mal eben, ich weiß gar nicht, habe ich euch den schon gezeigt? Es gibt hier einen so tollen Chest-Transporter. Und mit dem kann man ganz einfach plupp die Kiste nehmen. Dann ist man zwar super gebufft, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und die Kiste kommt dann, denke ich, wo kommt die hin? Die Kiste kommt, denke ich, hier hin, das mit den Essenzen. Dann hole ich den Backpack gleich wieder raus. Und dann kommen die Essenzen hier raus. Und da kommen die dann gleich schuppdiwupp rein. Okay, Scroll of Escape und Infinity 1. Bottle of Enchanting haben wir auch einige. Herr Jemini. Wertige Steine. Glowstone kommt, denke ich. Nee, das ist Fire Essence, verdammt. Ich dachte, das wäre Glowstone. Haben wir überhaupt schon Glowstone? Ich weiß es nicht mal. Noch ein paar Imber-Goldäpfel. Ein bisschen Fleisch, das kann ja auch nicht schaden. Dann schmelze ich schon mal eben das Eisen ein. Einfach, weil es geht. Haben wir da noch was drin? Nein, haben wir nicht. Gut. Dann kommt jetzt das Iron-Ohr. Also Iron heißt es ja eigentlich, aber ich sag auch gerne Iron. Hat man sich irgendwie so von früher angewöhnt. Früher wusste man das ja nicht, dass es Iron statt Iron heißt. Ja, und seitdem sagt man das so leichtfertig. So als kleines Kind, so als Narr, als Bub. Das heißt jetzt nicht, dass alle, die Iron sagen, kleine Narren und Buben sind. Sondern es war einfach nur eine übertriebene Selbstmelancholie, nenne ich es jetzt einfach. Und ja, hier haben wir noch ein Anvil, noch ein bisschen Eisen. Das Eisen behalte ich mal in der Tasche. Eine Windgranate. Ein Gilded Diamond Shield. Nett. Ein Stonehammer, Golden Leggings, Golden Sword. Das kann weg. Die Schaufel kommt raus. Die Pfeile kommen da auch erstmal rein und dafür kommt dann, die Sachen wollte ich ja hier rein tun. So. Den
Netaquart-Schild tue ich dann auch erstmal da rein. Das Ender Giant Sword auch. Alka-Est kann ich irgendwo anders reintun. Aber ich weiß nicht, wo. Enderperlen haben wir jetzt auch wieder ein paar. Das freut mich natürlich. Und dann in dem Big Blue Light Backpack haben wir auch noch einige Sachen. Living Metal Axe. Metroid X, gut, die behalte ich beide da erstmal drin. Einfach für später. Die Freezerite X haben wir danach, die Eisenspitzhacke, die kann ganz ehrlich weg. Die brauche ich jetzt nun wirklich nicht. Ach, Herr Jemine, da muss man wirklich bei Hexit, muss man darauf aufpassen, dass man direkt anfängt, sich eine Ordnung zu machen. Weil ohne Ordnung ist man hier echt aufgeschmissen. Das nimmt dann totale Überhand mit den ganzen Sachen hier. Das ist einfach dann ein völliges Chaos. Und das will ich auch ehrlich gesagt nicht haben. Ich will da lieber alles geordnet haben. Das heißt, wir verbringen jetzt diese Folge hier erstmal ein bisschen mit Ordnen, was hoffentlich nicht so schlimm ist. Und ihr mir da hoffentlich verzeiht, dass ich hier dann ordne. So, bis da oben haben wir dann Bücher und dann verzauber ich auch mal gleich ein Buch auf Sharpness. Sharpness, da haben wir es. Das kostet 18 Level, das kostet 2 Level und verzaubert dann 0 Level und dann auf das Schwert angewendet, kostet das jetzt nochmal 8 Level. Also haben wir 8 Level gespart, ist doch prima, ist eine gute Rechnung, finde ich. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Wie macht man sich nochmal die Bücherregale? Nein, das wollte ich nicht. Verzeiht. Recipe. Nein, das ist ein Dingenshelf. Case war es doch, oder? Ja, genau. Spruce Broad Case. Das müssen wir damit. Okay, in die Mitte kommen Slabs und da außenrum kommen die. Haben wir noch Spruce Wood? Das kommt erstmal hier raus. Dafür kommt der goldene Apfel erstmal hier rein. Dann kommt das da rein und das kommt da rein. Was habe ich gesucht? Spruce Wood, genau. Das brauche ich ja noch. Und was macht denn das Eisen? Nee, das ist Eisen. Das ist Stahl. Tschüss, Stahl. War nett, dich gekannt zu haben. So, hier kommt dann erstmal unsere Looter-Kiste rein. Wir haben kein Fichten... Fichten... Ja doch, Fichtenholz ist das, ne? Das sind Fichten, ne? Spruce heißt Fichte, wenn ich mich nicht täusche. Gut, haben wir halt nichts mehr da. Doch, wir haben ja jetzt eine Holzkiste. Das vergesse ich immer so schnell. Da haben wir noch ein bisschen was. Und daraus können wir auch genug machen. Hoffe ich. Doch, das reicht. Das reicht. So. Plupp. Und so, ein Spruce Bookcase. Das machen wir dann hier hin und dann machen wir hier Bücher rein. So. Jetzt haben wir da noch ein Bookcase, das leider mit nicht texturierten Büchern gefüllt ist. Aber halb so schlimm. Ist jetzt auch nicht das Dramatischste. Bücher. Wo kann man Bücher am besten reinmachen? Hier könnte ich ja eigentlich die Monster-Loot-Sachen reinmachen, wirklich. Das wäre ganz gut, wenn ich die hier reinmachen täte tun. Mache ich das auch mal direkt? Ich hoffe, man hört das Klicken auch übrigens nicht so laut. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass man das hoffentlich nicht so laut hört. Aber ich kann es leider nicht immer einhalten, weil ganz einfach das Problem ist, es ist halt ein Kondensator- und Großmembranmikrofon und die sind relativ empfindlich. Und da ist es schwierig, irgendwie zu vermeiden, dass da irgendwie was geklickt wird. So, Nutzholz, Rohholz. Hier kommt dann auch einfach das Ganze rein. Das Pflanzziegezeug. Das stört jetzt, denke ich, hoffentlich niemand, wenn das da mit reingeht. Und dann dürft in unserer Schmiede oben... das kann ich euch ja jetzt mal zeigen. Jetzt springen wir so super hoch. Das ist nett. Ich mag's.
Ich finde es prima. Und deswegen.